Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Moin Moin und so. Wir spielen weiter Dragon's Dogma und sind jetzt ja aus dem Dorf rausgekommen. Und verfolgen mal den Vasallen da, oder beziehungsweise geben wir die mit. Denn ihn müssen wir zum Lager bringen. Echt groß, ne? Warum? Ist ein Hase? Mal gucken, wie ich meine... Kann ich da meine zweite Waffe eigentlich einsetzen? Ah, okay. Dreifacher Pfeil geht auch. Man kann auch ganz normal abschießen. Und den Hasen noch erwischen. Bäm! Und was für eine fiese... So, können wir die Hasen aufsammeln? Was essen? Nee. Na gut. Suchen wir uns mal das Lager. Wir gehen erstmal mit ihm hier weiter durch die Gegend. Okay, offenbar finden wir das gesucht am ehesten in der Nähe von Bäumen. Da los. Oh! Achso, zeig mir, wie es. Ah, ja, wissen wir. Okay, ich lieber mit den Waffen angreifen. Ein richtiger Kämpfer, wie? Wenn Gegner zu stark sind, dann versucht eine neue Stufe zu erreichen oder bessere Ausrüstung zu erlangen. Geht's dir? Das war viel zu knapp. Ich werde Reinhard genannt. Ich bin ein fahrender Händler, obwohl diese verdammten, verdammungswürdigen Bestien meine Waren ruiniert haben. Aber dank euch habe ich wenigstens nur Waren verloren. Ein gutes Geschäft. Habt meinen Dank. Okay, vielleicht hilft uns ja irgendwann mal irgendwas. Außerdem könnt ihr auf den Straßen von Granny's Höker treffen, ihre Waren beibieten. Sehr gut. Diese fahrenden Händler haben oft Waren, die in Geschäften nicht erhältlich sind. Scheut euch also nicht, Höker anzusprechen. Machen wir. War nichts einsam über den Bestien hier. So, wir suchen ja diese Blumen auch noch, ne? In der Nähe von Bäumen. Der scharlachrote Kuss. Gut. Okay, was haben wir hier? Hinten? Nicht. Nein. Den kann ich nehmen. Und dann? Nicht so spannend. Vielleicht kann man da irgendwas auslösen. Mal gucken, ob wir ein paar... Er hat mir Feuer auf meine Waffen gegeben, der Vasalle, wie man sieht. Okay, die mögen keinen... Guck mal, hier ist eine Blume. Ah! Das sind die Geräusche, der Ton, der kommt. Ich bin garantiert, die Blumen haben sollen. Die Blumenjagd. Dürfen sie nicht warten lassen. Ja, wir suchen ja. Wir suchen ja, wir suchen ja. Und wir sollten mal. Okay, wir gehen mal hinten auch mal zu den Blumen. Oh, wir gehen auch mal hin. Da, guck mal. Sammeln können. Ach guck mal, Rook sammelt auch ein. Hier. Ist aber nichts, aber hier hat wahrscheinlich jemand sein... Hat wahrscheinlich sein Lager aufgeschlagen oder so.
Gut. Na ja, kann er gut springen. Wir müssen mal kurz die Quest angucken. Hier. So, wenn ihr mehrere Aufträge gleichzeitig angenommen habt, könnt ihr einen davon als vorigen auswählen. Werden für die vorigen Aufträge relevanten Charakter auf der Minikarte angezeigt. Aber sammeln wir euch dann. Okay. Okay, wir haben jetzt das. Brauchen wir noch? Wir brauchen noch. Wir benötigen Benita Sonnenglanz und Mondglühen. Sammelt zuerst Sonnenglanz und bringt es ihr. Okay, uns fehlen noch zweimal Sonnenglanz. Schauen wir mal, ob wir das irgendwo finden. Irgendwo muss ich. Nein. Gucken wir, ob da irgendwas drin ist. Geht. Läuft eigentlich sehr flüssig, muss man sagen. Ist ein bisschen detailarm, das Land hier. Also nicht von der Umgebung her, aber so wenig Menschen sind oder so. Aber eigentlich sehr cool. Wenn ihr Ungeheuer besiegt und eure Umgebung erkundet, könnt ihr viele nützliche Dinge finden. Okay. Mehr. Da ist ein Goblin, okay. Warte mal, oh, hier sind noch Blumen. Ach, guck mal. So. Scharlach, roten Kuss. Sehr gut. Oh, hier ist auch so eine Blume. Vielleicht sollten wir erstmal das zurückbringen. Dann hat sie schon mal eine Sorte Blumen. Die sind dann noch nicht so weit weg. Und dann holen wir die anderen und können gleichzeitig, wenn wir die anderen Sachen holen. Na, Pfeil, das klingt auch nicht schlecht. Okay, alles einsammeln. So, wir bringen mal kurz den Kram zurück. Und schauen dann mal, wo wir landen. Also, was wir denn, wie wir denn das andere Mondglanz noch besorgen können. Ah. Oh. Handlungsunfähig wollen wir nicht sein. Wir müssen auf die Energie achten. Die Leute verlassen ihre Häuser nachts nur selten. Hört euch tagsüber um. Machen wir. So, da hinten, ne? We'll not find sunlight except by day. The wounded need medicine, cousin. The mixture calls for toot. I ask you this favor because. Wir haben die hier gefunden. Bereichen. Oh, brought the rest of them, have you? My thanks, cousin. Ja, kein Problem. All that remains is to find some moon glow. A pinch mixed with it. Okay, jetzt nur Mondglühen finden. Rook? Falsche Richtung. Komm. Was ist sie denn hier? Wo die Heimen wachsen? Hm. Have you had a look by the shore? If I recall seeing some, the. Ah, okay, Mond. Ja, okay, Mondglühen macht Sinn. Dann müssen wir aber irgendwie nachts da jetzt hin. Gut, aber pass auf, dann machen wir das so, dass wir erst den Vasallen zurückbringen. Dann muss man sich hier irgendwo schlafen legen, oder kann man die Zeit... Ich würde sagen, wir bringen erstmal den Vasallen dann zurück. Ja, glaube ich Sinn. Nein. Der Vasalle. So, komm mit. Guck. Mal raus.
Wollen auch wissen, was es auf sich hat mit ihm? Vielerorts in Gran Süß kann man schlürfen und Materialien finden. Schlürfen, schlürfen. Ja, können wir dann mal machen. To the encampment. This path should see us there. Dieser Weg führt uns dahin. Okay, machen wir kurz. Wir können natürlich nicht zu viel laufen. Muss man Energie ein bisschen haushalten. Der Meeresbrisenpfad. Okay, ne? Cooler Name. The enemy prove too powerful. There is no shame in fleeing. Ist der kurz gefunden? This road will have us for the encampment. Was wird das Lager sein da? Doch kaum zu übersehen, ist ja riesig groß. Mach mal auf. Ey, ey, ey. Oh, 1000 Gold gefunden. Nicht schlecht. Das hier? Testen wir mal. Mal auf. Okay. Da ist Dynamit drin. Hätte ich mir jetzt auch schon fast gedacht. Ja, ich werde die Waffen benutzen. Gut. Gehen wir zum Lager rein. Okay. Rein. Die Eigenschaften mancher Waffen und Rüstungen sind noch steigbar. Steigerbar. Ja. Hello. I fear we cannot yet join a covenant. Okay. I know the way, Master. Follow me. Folge dir. Was anschauen. Im Pausenmenü könnt ihr unter Chronik den bisherigen Verlauf eurer Reise nachverfolgen. Well, Mantibus, can you hear our voice? Könnt ihr unsere Stimmen hören? Ja. We speak to you from across great distance. The Pawn Legion has awaited you. Okay. Pray, forgive this strange and impersonal greeting. Verzeih ich euch. Dieser Riftschein dient als Tor. Er verbindet uns gleich mit eurer Welt. Er ist der Erweckten zugänglich, denn ihr Wille ist stark genug, die Legion zu leiten. Erhebt ihr Anspruch, zum Erweckten zu zählen, so stellt eure Entschlossenheit unter Beweis. Ja. Wohl an, dann werden wir euch durch eure Prüfung geleiten. Zählt ihr wahrlich zu den Erweckten, wird diese schlichte Aufgabe keine Hürde für euch sein. Der Erweckte muss über den Mut verfügen, jeglicher Bedrohung zu begegnen und in der Lage sein, sie zu überwinden. Ein unermüdlicher Wille, an sich selbst zu arbeiten, verleiht die Kraft, die Legionen zu führen. Zeig ihn uns jetzt. Oh, meine Prüfung? Besucht die Gegend. Im Pausenmenü könnt ihr hören. Noch ein paar Sachen. Ja, dauernd was hier in der Erde, oder was? Sammeln wir alles ein, was wir finden. Jetzt machen. Wir alles untersuchen. Gefahren. Alas, you have yet to prove the temper. If you would prove yourself the arisen. Okay, schauen wir uns noch die Prüfung an. A rift stone. A strange power emanates from within. Welche Prüfung haben wir, ist die Frage. Mal reingehen in die Chroniken. Lockruf für die Erweckten. Also untersucht die Umgebung des Lagers, bis ihr auf eine Bedrohung stößt.
Umgebung des. Die Umgebungslage bedeutet ja draußen wahrscheinlich, ne? Bestie kommt, eilt euch! Okay. There may be prowling monsters about. All ready for battle? Ja klar, wir gehen mal raus. Ich weiß es nicht, aber. Müssen wir mal gucken, was da draußen erwartet. Wenn wir jetzt drauf gehen, dann wissen wir, dass unsere Ausrüstung schlecht ist. Müssen wir halt nochmal verstärken, aber wir testen es erstmal. Aber einfach eine Waffe her, sind wir echt schlecht. Er denn? Bergtrolle, was ist das? Golem. Die macht einfach mal weg da kurz. Schaden sinkt die Menge an Gesundheit, die ihr durch Magie im Feld regenerieren könnt, weißarbeiten. Ruht euch in einem Gasthaus aus und nutzt Heimmittel, okay. Gebt ihr Vasallen Heimmittel, werden sie diese nach eigenem Gutdünken verwenden. Hüpft doch weg. Okay. Dann also sollten wir schon irgendein Heilmittel nehmen. Ausdauer brauchen wir nicht. Geh weg! Trete in den Bereich der regenerierten Licht, um die Effekte der Heilmagie zu spüren. Das ist leider auf der anderen Seite der Typ. Lass doch schnell hin. Komm nicht zu dir rüber! Okay. Warte. Ah, er torkelt zumindest schon mal. Oh, treffen. Oh, vielleicht auch nicht. Oh, komm schon. Dein Bein. Es brennt sein Bein ein bisschen. Aber in den Po. Warte, ich kann hochklettern an den. Wer ist das denn? Könnt ihr euch in den Feind schlagen? Eieiei. War nicht so gut. Halt er mich? Hier bleiben wir hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. In Jans Bein und. Okay. Er ist doch gleich tot.
So, das war's. Also man kann sich ans Bein klammern, aber ich konnte ihn jetzt ja nicht zerstören. Vielleicht kann ich hochklettern und ihn irgendwie mich mal ins Auge hauen. Wer ist sie denn? Wer denn? Ist denn? Und die hat das Viech beschworen. Garantiert. Gut, gehen wir zum Lager zurück. Und sprechen die darauf an. Mal sehen, was dann passiert. Greift ihr Personen an oder belästigt sie? We've done as asked. Let us go and give word of it. Set out from here and we'll be on the path to Grand Sorin. Hin. So, gucken. Shall we search the area? Eckball, der sich im Kommandoquartier des Lagers befindet, bedient verschiedene Dienstleistungen für Abenteurer an. Reicht neben aus, um auszuruhen, eure Wunden zu heilen, Waffenfertigkeiten zu erlernen oder Gegenstände zu lagern. Gut. Wir gehen zum Riftstein. Prüfung beendet. Ohne jeden Zweifel. Wählt nun einen Gefährten für die Reise, die euch vorliegt. Er wird euch allein dienen, eure Nöte teilen und euch bei jedem Vorhaben zur Hand gehen. Darf ich mir jemanden aussuchen? Das ist auch cool. Passt das Aussehen aus Hauptversagen in diesen Abenteuer an. Auf dann nehmen wir diesmal eine Frau mit. Und sie soll heißen... Elsa, nein. Wir nennen sie mal Elektra. Elektra habe ich sie genannt jetzt. Na, nochmal. Wir nennen schon richtig. So. Elektra. Ah, nicht Elektra. Ne. Zack. Spitznamen werden wir auch finden. E. Hoffentlich gibt es Elektra hier. Eliza. Elli. Elektra nennen wir Elli als Spitzname. So, super. Ehrlich. Schön. Wir lassen sie einfach so. Ich habe keine Lust jetzt großartig was zu machen an der. Bitte antworten nur ein paar Fragen. Eure Antworten werden die Wesen. Also okay. Welchen Wesen schätzt ihr besonders bei euren Gefolgsmann? Einen eisernen Willen. Welche Strategie sollte eure Mitschüler am Kampf folgen? Alle feinen Töne, Kameraden, Bedrängnis bespielen, die stärksten Gegner angreifen? Kameraden, Bedrängnis beistehen. Euer Mitstreiter rettet eure Gruppe und wendet so das Blatt zu euren Gunsten. Was sollte er dabei sagen? Jetzt holt sie den tödlichen Lager aus. Welches Geschenk würde euch am meisten erfreuen? Ein Zaubertrank, der 100 Jahre Jugend schenkt? Ein Mutiger, der nach euch die große Liebe? Ah, Wert haben. Kämpfer, Speicher oder Magier? Wir nehmen Magier mit. Greift die Personen an und belästigt sie, macht ihr euch nur Feinde. Okay, gut zu wissen. Machen wir also nicht. Speicher vor. Da kommt jetzt Elektra, beziehungsweise Ellie. Fealty is sworn to you, Arisen. From this day, the Legion's men call pawns live and die by your command. Geil, ich bin der Herrscher. Zumindest ein bisschen, so ein paar Teilen, ne? Auftrag gemeistert. Da ihr der Erweckte seid, steht euch ein loyaler Vasall zur Seite, der euch auf eurem gesamten Abenteuer begleiten wird. Zusätzlich zu diesen Hauptvasallen könnt ihr zwei weitere Vasallen zur Unterstützung anwerben. Okay. Vasallen haben unterschiedliche Stärken, nutzt also Hilfsvasallen, um eure Gruppe den aktuellen Aufgaben anzupassen.
Neben verfügbaren Fertigkeiten ist vor allem das Wissen eines Vasallen ein wichtiger Faktor beim Zusammenstellen einer Gruppe. Vasallen mit umfassenden Kenntnissen über Aufträge und Gegner können hilfreiche Ratschläge erteilen und Kampftipps geben. Okay. Gut. Ja. Oh. Meister, ein Vasallen, nicht wahr? Wenn ihr gelernt habt, eure Kräfte zu vereinigen, werdet ihr fast unbezwingbar sein. Allerdings verfeinert man diese Fähigkeiten besser auf dem Übungsgelände als auf dem Schlachtfeld. Ich könnte hierbei helflich sein, wenn ihr es wünscht. Das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.